für das Spiel gegen Dresden, so würde ich spielen. Im Tor Freisel, Ovejan über links. Also den sehe ich klar vor einem Çalhanoğlu, auch wenn ich von Çalhanoğlu viel halte. Dann hätten wir Malik Çağ, Sané, Innenverteidigung. Für mich gibt es einfach einen Sané in Topform, gibt es keinen besseren Verteidiger in der Liga. Und Malik Çağ in den letzten Spielen sehr, sehr stark gewesen. Das muss für mich die Innenverteidigung sein. Lode über rechts hat mir viel, viel besser gefallen als ein Ramftel. Dann habe ich Itakura auf der 6, weil er da mit seinem Passspiel sehr, sehr viel Qualität bringen kann. Ich habe auch überlegt, Paulsson spielen zu lassen, aber Paulsson wäre, glaube ich, was für die Top-Duelle, da so eine sichere defensive Stabilität reinzukriegen. Ich würde jetzt nochmal Latza die Chance geben, der da vielleicht spielerisch nochmal ein paar Lösungen parat hat. Und ich hoffe, dass der einfach jetzt nochmal mit dieser Länderspielpause nochmal ein bisschen Fitness aufgebaut hat. Drexler hat mir sehr gut gefallen über rechts. Den sehe ich ein bisschen gerade vorne Çulinov. Salazar muss safe spielen und Bülter Terodde vorne sind gesetzt. Das sind meine Gedanken zum Spiel.